Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games, beziehungsweise habe ich euch ja eine Challenge versprochen. Mit dabei ist hier der Fischergott. Hey, willkommen. Du Hurensohn. Nämlich war das hier die Olivenwasser-Challenge. Das bedeutet, ich muss jetzt dieses Ding öffnen. Hey, das öffnet sich nicht, willst du mir helfen? Ich hab's. Okay. Da drin hat's eine Flüssigkeit und muss ich das Ganze austrinken, also leer trinken? Ja, ich denke schon. Alles wird nicht wahr, das ist so viel. Ich würde einfach mal sagen, Leute, ihr könnt mir andere Challenges unten in den Kommentaren reinschreiben. Die werde ich auch durchziehen, also versuche ich durchzuziehen. Wenn mir jetzt einer sagt, hey Digga, geh ins Wohnzimmer mit einem Hammer und hau deine Mutter in die Schädeldecke ein. Das werde ich natürlich nicht machen. Ist aber natürlich eine sehr interessante Challenge. Nicht Spaß. Wie gesagt, könnt ihr unten in den Kommentaren Challenges reinschreiben. Werde ich versuchen zu ficken. Schmeckt so salzig und so metallic schmeckt das einfach. Das kann man doch nicht bis zur Hälfte trinken, du Drecksack. Ich kann das nicht, Digga. Das ist ja tödlich. Das kann man nicht, Digga. Zwischendurch einfach mal ein bisschen relaxen und QSG zocken. Nach jedem Kill trinke ich jetzt ein bisschen. Okay. Nein! Fuck, Digga! Ist mir alles runtergefallen! Wieso ist es mir runtergefallen? Was ist mit mir los? Nämlich gab es ein paar technische Fehler. Das Olivenglas ist auf merkwürdige Weise gestürzt worden. Und, Alter, Elias, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, Alter. Die Challenge kam von dir. Und du, wie kannst du mir so einen Scheiß empfehlen?